Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 14. So, die Saison ist vorbei. Dortmund ist Meister geworden mit 78 Pünktchen. Bayern ist Zweiter geworden. Wundert mich jetzt persönlich ein bisschen, aber egal. Gut, gut, gut. Ja gut, Dortmund hat zwei Niederlagen weniger, das macht sich natürlich bemerkbar. Wir sind leider nur Platz 10 geworden. Deswegen geben wir Gas und versuchen wir nächste Saison wieder mehr zu machen. Mehr, einfach mehr. So, das muss natürlich. So, drei Nachrichten haben wir. Spielervorstand, Turnier, Preisgeld, zusätzliches Transferbudget 5,036 Millionen haben wir gekriegt. Spieler verletzt. Für drei Wochen, okay, in der Sommerpause ist es nicht so schlimm. Dele, meine Rolle im Verein, ich erwarte eine größere Rolle in meinem Verein zu spielen, so wie es zum Zeitpunkt meiner Verpflichtung ausgemacht war. Bisher hatte ich keine Chancen, diese Rolle zu übernehmen. Ja, okay, okay, okay. Tut mir leid, steinigt mich nicht. Ich simuliere hier mal ein bisschen vor. Die Schweiz will mich als Nationaltrainer, ich lehne mal dankend ab. So, ich sag mal weiter. So, ich habe gleich wieder mal eine Nachricht. Monatlicher Bericht der Jugendmannschaft. So, eine 74. Er ist auch soweit, der Torwart. Der Torwart ist ja auch genial. Den hole ich und verleihe ihn gleich mal. Vertrag anbieten. Passt. Musihu, oder wie er heißt. Okay. Die medizinische Abteilung hat ihr okay für Denis Droos gegeben und er kann wieder am Training der ersten Mannschaft teilnehmen. Finde ich schon mal super. Also das ging eigentlich relativ flott. Nationaltrainer, wer will mich? Russland, so wie es aussieht. Wir lehnen ab. Ich will nur Deutschland. Chefphysio, Spieler ist auskuriert. Wer denn? Meier ist auch auskuriert, das finde ich schon mal supi. Da will schon wieder über sein Gehalt sprechen. Oder? Wieso, hä? Die Nachricht ist weg. Da ist kurz aufgeploppt, wir könnten doch über mein Gehalt sprechen. Mann, 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 da will mich schon wieder Nationalteam. Welches denn? Kolumbien ablehnen, bestätigen. So. Ich drück mal weiter. Vielleicht kommt die Nachricht ja nochmal. So. St. Pauli Vorstand Besprechung bezüglich Leistungen anberaumt. Der Vorstand möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass Ihre Position im Verein momentan einer kritischen Prüfung unterzogen wird. Grund, es ist Zeit für den abschließenden Leistungscheck der Saison. In den nächsten Tagen wird eine Meeting anberaumt. Wir informieren Sie über die Resultate. Finde ich schon mal super. Ich drück mal weiter. So, die Saison ist fertig. Okay, paar Spieler kommen zurück. So, ich beende mal diese Saison. Tolle Saison. Hallo hiermit. Von Saisonbeginn hat der Verein Ihnen folgendes Ziel gesetzt. Abstieg vermeiden. Gratulation, dass Sie die Erwartungen übertroffen haben. Es war eine herausfordernde Saison für die Mannschaft. Das bestärkt uns in unserer Ansicht, dass Sie der Richtige für diesen Verein sind. Yo, finde ich super. St. Pauli Vorstand, sehr geehrter Herr Mitt, das Team hat sich im Nationalpokalwettbewerb sehr gut präsentiert. Geben Sie unsere Glückwünsche an die Spieler weiter. Wir hatten viel Spaß, den Jungs zuzusehen. Ja, diese Saison sind wir auch wirklich weit gekommen. In diesem Zeitraum, muss man schon fast sagen. Mitt hält Kolumbien nicht für einen Traumjob. Nee, nicht wirklich. Deswegen lasse ich das auch lieber mal. Das muss ja nicht unbedingt sein. So, mein Stuhl knarrt. Eigentlich schon seit Jahren, aber irgendwie, huch, das wollte ich jetzt eher nicht. Ich habe mich hier gerade verheddert. Das ist ja gerade voll scheiße. So, der Stuhl knarrt ja übelst. Ich muss echt mal einen neuen Bürostuhl holen, dass das nicht andauernd ankommt. Boah, Transferbudget 9,5 Millionen noch dazu. Gehaltsbudget 45.000 Euro noch drauf. Ist super. Aufgrund war... Kann man mit leben? Was habe ich jetzt geldtechnisch eigentlich zur Verfügung? Eigentlich 9,5 Mille. Ist ja geil. Ja, da kann man sicherlich ein bisschen was machen mit. So, für das
Für das suche ich mal wieder nicht alle Spiele. Zurück. So. Auftrag. Ich will den Auftrag bearbeiten. Auftrag bearbeiten. So, ich heb mal das Alter ein bisschen an. So, okay. Position. Ah, suche ich mal wieder einen Stürmer? Nee, ich mach alle. Na, ich will alle. Alle, danke. Okay, okay, okay. Beibehalten. Okay. Alle Positionen finde ich supi. Meine Scouts. Scout managen. Zielort ändern. Ich könnte mal auch einen besseren Scout einstellen. Wir gehen mal nach Mexiko. Und du bist auch woanders hingesendet. Zielort ändern. Ach, wo gehe ich denn hin? Nach Argentinien gehe ich. Und ich heuer einen Scout an. Der kostet 9 Millionen. Das wäre ein bisschen arg teuer. Der ist aber eigentlich auch gut. Kostet 1,2 Mille. Okay, nehme ich, nehme ich, nehme ich. Achso, der muss erstmal noch kommen. So, dann haben wir einen neuen Dingens verpflichtet. Und da kommt auch die Transfer-Dingens wieder. So, monatlicher Bericht der Jugendmannschaften. Schön, schon wieder. Hat eigentlich der andere jetzt angenommen? Trainingsverletzung. Och nö, wer denn? Bei dem letzten Training ist es zu einer Verletzung gekommen. Unglücklicherweise lautet die Diagnose für... Was? Aduma? Baduka Aduma? Außenbandriss. Ja, habe ich den Spieler überhaupt? Nach der ersten Einschätzung unserer Erste wird er für 2 Monate ausfallen. Wer ist denn das? Ich habe Spieler, die kenne ich nicht mal. Ist schon irgendwie derb. Zentral-defensives Mittelfeld. Aha, okay. Boah. Komfort. Würde ich jetzt mal so sagen. So. Wichtige Infos zum Transfermarkt. Wir wissen es. Pokalziel national. Wir haben uns Gedanken über unsere Chancen im nationalen Pokal gemacht. Dieser Wettbewerb ist lukrativ. Wir würden es also begrüßen, wenn Sie Folgendes schaffen. Runde der letzten 32 erreichen. Jo. Finde ich schon mal ein gutes Ziel. Ein gutes Ziel. So, mein Jugendscout könnte ich auch mal wieder irgendwo hinschicken. So. Ein Scouting-Netzwerk aufbauen. Du baust mir eins in... wo baue ich denn eins auf? Elfenbeinküste vielleicht. Hört sich gut an für 9 Monate. Okay, mach mal. Da fliegt er auch schon davon. Jo, der Scout ist unterwegs, oder? Trainer, der hat sich auf den Weg gemacht. Jo, zur Elfenbeinküste. Das finde ich schon mal super. Ich drück mal weiter. So, weiter. Transferangebot. Wir haben Transferangebot für Bernd Nering. Ach, Nering will ich eigentlich nicht hergeben. Ablehnen. Ablehnen. So, Angebot absenden. 1 Million würde ich kriegen. Ach, Menno. Nochmal für Nering. Ablehnen. Sogar 1,1 Mille. Verfluchte Axt. Das tut ja schon fast weh. Nachhin. Baum Johann, Trainer, können Sie wohl mal in meinem Vertrag schauen, speziell was mein Gehalt betrifft. Ich bedenke meinen Beitrag für die Mannschaft nicht unbedingt. Hallo, Baumjohann? Was machst du denn? Quengelt hier jetzt schon um Geld. Was soll denn das jetzt? So gut bist du nicht. Baumjohann, wo bist du denn? Ja gut, 500 ist schon gar wenig. Du solltest schon mit dem überleben können. Deswegen heben wir auch dein Budget mal ein bisschen an.
Mit 500 pro Woche, ja gut, das sind 2000 im Monat, das würde schon reichen, mit dem kann man schon leben, würde ich mal sagen, aber naja. So, ich drücke nochmal auf Weiter hier. Wir haben schon wieder ein Transferangebot für Nering. Ich will nicht hergeben, deswegen lehne ich mal ab. Angebot absenden. Mann! Schade, schade, schade. So, weiter. Transferangebot haben wir schon wieder für Nering natürlich. Mann, 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 ablehnen. Vielleicht kriege ich ja wieder ein Angebot, da wo ich schwach werde, aber will ich eigentlich jetzt nicht. Ich habe Ihr Vertragsangebot mit meinem Agenten durchgesprochen und wir beide sind uns einig, dass es unseren Ansprüchen genügt. Ich weiß ja nicht, wie du dir einen Agenten leisten kannst, aber der wird nicht billig sein. 10 Spieler in gleichem Mexiko gefunden, ein Torwart, ein Stürmer. Bitte beobachten. So, Torwart, Innenverteidiger, rechter Flügelmann, ein Rechtsverteidiger, Abella. Auch bitte mal beobachten, wieso nicht? Vielleicht ist ja was Feines dabei, das wir mal ja gut nutzen können. Habe ich jetzt alle Nachrichten durch? Ja, habe ich. Habe ich, ich sag mal weiter. Mal wieder, mal wieder. So, Transferangebot für Nering natürlich ablehnen. 1,2 Mille ablehnen. Ach komm, ey. Jetzt werde ich bald schwach. So, aktuelles aus Argentinien. Yay, Torwart, Rechtsverteidiger. Bitte beobachten. So, Rechtsverteidiger. Bitte beobachten. So, okay. Ach, mittlerweile dürfte ja der andere Scout auch schon bereit sein, dass ich den hier irgendwo hinschicke. Deswegen muss ich den mal schicken. So, verfügbar. So, Scout managen. Achso, nee. Abbrechen. Ich drück mal drauf. Wo schick ich dich hin? Wo schick ich dich hin? Ich bring dich nach Italien. Da suchst du mir nach guten Spielern. Dann bin ich glücklich, aber nach wirklich guten Spielern. So, aktuelles aus Mexiko schon wieder. Na, was ist jetzt mit der Simulation? Können wir bitte? Ja, geht. Transferangebot. Für wen denn? Dele? Nehme ich an. So, Angebot absenden. So, Spieler verliehen. Also, ja, der interessiert mich jetzt eher weniger. Aktuelles aus Mexiko, Scoutbericht anzeigen. Linker Flügel, Zentrale, Rechtsverteidiger. Beobachten bitte. Ich habe es irgendwie gerade auf Stürmer und Rechtsverteidiger abgesehen, weil Rechtsverteidiger in Gottes Namen. Wenn Nering irgendwie einen schlechten Tag hat, dann muss ich den auch mal raustun können. Und des guten Gewissens. Aber ich habe doch nun mal Rechtsverteidiger ohne Ende, oder? Weiß ich ja gar nicht. Schön, dass meine Sortierung schon wieder weg ist. Nee, ist nicht weg. Doch, Upov ist wieder da. Zierreis. Zierreis. Lass ich einfach mal. So, ihr zwei tauscht mal. So, dann stimmt es auch schon wieder. Lazar ist auch wieder da. Ich muss noch ein paar auf die Leihliste setzen. Fällt mir gerade so ein. Na, Spieler verkaufen. So, Zierreis bleibt da. Himmelmann, Kala. Kurt. Hat mir eigentlich der andere schon geschrieben, der andere Torwart? Ja, hat eigentlich angenommen. Verliehen, verliehen. So, Zillner bleibt da auf der Vertragsliste. Die Saison gekauft, jo. Karriere nach Vertrag. Karriereende nach Vertrag. Ausgeliehen die ganze Saison. Mohamed bleibt da in Erring Bowl.
Tai, Ratzkowski, Verhoek, Meier, Ofusu, Zierreis, Himmelmann, Kala. Ich verkauf mal Kala. Auf die Transferliste setzen. Kurt kommt wieder auf die Leihliste. Auf die Leihliste. Upov kommt auch wieder auf die Leihliste. So. Kulikas bleibt natürlich hier. Der ist super. Starves, Rechtsverteidiger. Muss ich auch mal besser aufbauen. Trost bleibt hier. Ja. Okay, dann habe ich das soweit schon mal. Ich bin da immer recht verplant. Transferangebot für wen denn? Obifami. Annehmen oder ablehnen? Du bleibst hier. Oder habe ich den auf die Leihliste gesetzt? Ja, Angebot annehmen, verfluchte Axt. Komm, 60, du kriegst es. Wir sind da gut Buddies aus dem letzten Jahr. Spieler verliehen, ja, ja. Ich brauche unbedingt einen Stürmer, fällt mir gerade ein. Fuck. Aktuelles aus Argentinien. Vielleicht ist da ein Stürmer dabei. So, Spieler beobachten bitte. Wie lange dauert das, wenn ich fragen darf? Noch 30 Tage. Mann, ihr seid langsam. So. Und beobachten, danke. Muss natürlich gut gemanagt sein. Nee. Ablehnen. Nering bleibt hier. Das ist schon mal sicher. So. Ich könnte mich ja auch mal selber auf die Suche begeben. Ja, wenn ich das Richtige suche. Position. Ich hätte gern jemanden im Angriff. Da geht eh nur Stürmer. Vielleicht direkt aus der Bundesliga wieder. Wäre vielleicht nicht verkehrt, dann verstehen sich die Leute auch. Team ist egal, Mindestalter mach mal 20 und Höchstalter 26. Transferstatus. Auf Transferliste ist mir eigentlich relativ lieb. Deswegen starten wir mal die Suche. Kein Ergebnis, das ist ja super. Freispieler vielleicht. Aber Freispieler sind ja auch nicht so gewaltig. Oh, nee. Nee, nee, nee. Nee, lass mal lieber. Bei Freispieler ist immer so eine Sache. So, suchen. Von Bayern. Alexandre Pato. Normalerweise, was Bayern hat, ist nicht verkehrt. Wert 27,5 Millionen. Er würde meinen Rahmen sprengen. Würde ich jetzt mal so sagen. So, er ist nicht so gut. Ja, wissen wir nichts drüber. Will ich jetzt aber auch nicht scouten ewig. 7,5 Millionen. Oh. Ja, da müssen wir was investieren. Anfrage. Kontaktieren für Kauf. Ablösesumme. Es ist zwischen 9,6. Ach, fucking. Es ist natürlich. Oh Mann, das ist natürlich dämlich. Nee. Wenn ich nichts weiß drüber, finde ich es eigentlich relativ scheiße. 3,4 Millionen Nürnberg. Du siehst gut aus. Du gefällst mir. Kontaktieren für Kauf. Zwischen 4,4 und 4,53. Ich mach mal 4,8. Angebot absenden. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt.
So, vielleicht kriegen wir ja bald eine Resonanz drauf. So, aktuelles aus Mexiko. Können wir wieder durchgucken. Innenverteidiger, Stürmer. Wird nicht beobachtet. Beobachte mal bitte. Danke. Es dauert immer ziemlich lang, das Beobachten. Aber bevor das sie mir einen Scheiß sagen, sollen sie anständig hier beobachten. So, Transferangebot. Wir haben wieder ein bisschen was. 1,1 ablehnen. Absenden. Nering bleibt hier. Das müsst ihr verkraften. Der bleibt hier. Aktuell ist aus Italien. Guck mal nochmal durch. Ein Stürmer wird nicht beobachtet. Auf Beobachten, bitte. Umso mehr, wie ich ins Beobachten irgendwie reinstopfe, desto länger dauert es, glaube ich. Der braucht komischerweise nur 24 Tage. So, noch ein Stürmer. Wird nicht beobachtet. Beobachtet man nochmal. Also bis ich da fertig bin mit Beobachten, ich fange immer zu spät mit der ganzen Sache an. Dann ist das ganze Transferdingens schon fertig. So, weiter. Transferangebot. Natürlich wieder für Nering ist ja sowieso. Angebot ablehnen, absenden. So. Kurt, annehmen. Wirst du ausgeliehen, absenden. Kriegst du mal wieder Erfahrung, ist ja auch nicht verkehrt. Spieler verliehen, ich weiß. Nürnberg, inakzeptabel. Okay, dann steuert man da nochmal nach. Sie wollen 5 Millionen. Das können wir ändern. So. Da kann ich nach. Ne? Da kann ich drüber. Gebe ich doch gern zum Besten für so einen guten Stürmer. Transferangebot. Wir haben ein Transferangebot für Nering. Ablehnen. Absenden. So, Bowl. Trainer, das ist möglicherweise meine letzte Saison. Ich denke darüber nach, mein Saisonende, meine Schuhe an den Nagel zu hängen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich weiterhin auf diesem Niveau mithalten kann. Das hast du, glaube ich, letzte Saison schon mal gesagt. So, Transferangebot schon wieder für Nering ablehnen, absenden. So, ich hoffe, das Ding ist jetzt bald mal unter Dach und Fach. Wir haben bald das erste Testspiel, verfluchte Axt. Immer noch inakzeptabel. Ich hab doch... Ah, okay. Haben sie akzeptiert. Gehalt pro Woche. Jo, kriegt da 5%. Länge 3 Jahre bitte. Rolle im Kader. Essentieller Stammspieler. Danke. Wäre nett. So. Gut so. Vielleicht kriege ich ihn ja noch vor allem, ne? Ich bräuchte dann auch noch verfluchte Axt. Ich brauche unbedingt noch einen... Ne, Rechtsverteidiger brauche ich eigentlich nicht. Habe ich ja schon entschieden. So, ich hoffe, der nimmt es auch noch an. Aktuelles aus Argentinien, die nehmen wir noch mit. Wird nicht beobachtet. Beobachten bitte. Ja. Wieso beobachte ich eigentlich noch munter Stürmer? Und keine Rechtsverteidiger, das ist ja schlimm. Aktuelles aus Mexiko, Torwart, Stürmer. Einfach mal beobachten, vielleicht ist da eine Perle dabei. So, Transferangebot. Wir haben für Upov. Upov darf annehmen. So, absenden. Wieder mal ein paar Spieler loswerden. Spieler verliehen, okay, passt. Komm, einmal drücke ich noch drauf. So, Spielernachrichten. Schröder, kann ich Siebert fragen? Hallo Chef, ich hoffe, Sie rotieren mal ein bisschen. Und geben mir eine wenig Spielzeit. Naja. Donak, ich bin in letzter Zeit gut in Form und würde und hoffe, dass Sie mich nicht im nächsten Spiel auf der Bank sitzen lassen. Jo. Schröder wollte ich noch verleihen. Schröder wollte ich noch verleihen. Nicht Spielersuche, verkaufen. Wo ist er denn? Schröder Staffs. Da habe ich mal kurz inne. Verleihen. Verleihen Saison. Passt doch eh. So, hat jetzt der zugesagt? Hat er nicht zugesagt? Ich weiß es nicht. Wohl eher nicht. Fürs Erste. Mann.
finde ich gerade ein bisschen blöd, dass er da noch nicht zugesagt hat. So. Damit sind wir eigentlich mehr oder weniger fertig mit der, ja, wie soll man sagen, mit der, ja, komm klar drauf, mit der mit der Saisonpause. Danke, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Wenn nicht, es gibt ja noch Wintertransfers, da können wir noch ein bisschen was reißen. So ist ja nicht und ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei, aber morgen mit dem ersten Testspiel. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis morgen.